Red Boss. Only it's not gambling. Ich wollte auch meticulously planned. Ich wollte auch so einen Heist. Getting shot in the face for a bitch in car. Right? Also ich werde den verticken, weil ich den ja ich bin, der Garage ich den hab. Ja, ich auch. Safe. Ich will nicht zweimal. Also wie ist die Karre? Terrero. Pegassi Terrero oder so. Ja, Pegassi Torero, ne? Aber ich meine, ja, ich gehe vorher sicher, dann nehme ich trotzdem. Nee, die hab ich safe. Ich hatte schon eben nachgeschickt. Ich hab die auf jeden Fall gehabt. Ja, ich habe ihn auch in der Garage gesehen, aber da hinkt auch Pegassi Torero. Ich rufe nochmal kurz den Mechaniker an, um das nochmal zu machen. Ja, das sind aber nur Torero, nicht Pegassi, ne? Hörst du? Ja, das ist nur Torero dann. Okay. Ich starte den aber jetzt. Ja, Torero. Hab ich. Ja, gut, hast du. Ja, dann kannst du ihn verkaufen. Kann ich auch machen. Ich hatte nämlich auch schon öfter gerufen, um sicher zu gehen und bin eingestiegen. Nissan Pegassi Torero. Klassiker ist das hier. Ja, Counter ist das. Ich starte ihn jetzt auf jeden Fall. Ja, klar. Gut. Ach du Scheiße! Was ist? Was ist das denn? Oh. Ah, Schlüssel, Karte, Taschenlampe, ja. Da bin ich aber gespannt. Irgendwie. So. Mit der CD, naja. Aber mein Name, das ist nicht leider. Ja, aber. Ich war ja, ne? Besonderes aber. Ne, eigentlich nicht. Obwohl die Art ist vielleicht ein bisschen cooler. Zähl die Springer bei den Toiletten. Das geht über Zeit, ne? Der Fahrzeug. Kontakte, Handybombe. Eine Bombe oder was? Bombe zünden, ja. Ach. So, das war Vorfall, okay. Kein Ding. Ja, gleich in 9 Uhr. Und so. Oh, bist du auch da? Wo? Wo siehst du mich denn? Achso, bah, die ganze Scheiße, Alter. Ja, nimm das. Wie läuft das eigentlich ab, wenn ihr zwei Leute getrennt voneinander diesen Hals hier banner? Was? What's up? Come on
Lass mich die Wache verschwinden. Ja. Ja, ich bin nicht verfügbar. Boah, wird sich das scheiße, oder? Ja, aber... Du hast auch keine Waffen, ne, solange du nicht auffällst. Doch, steht da, deine Fratze hat den Aufzug gerufen, Alter. Hä? Logisch, wen sonst? Wo finde die Aufzugsluke? Wo ist denn die? Ah, jetzt nicht. Das steht doch bei mir, der Platz 32 hat den Aufzug gerufen. Ja, ganz komisch. Ich hab ne Rohrzange jetzt deswegen und hier ist die Tasche. Alter! Siehst du ja nicht? Alter! Ja, deswegen hat er eine Taschenlampe. Jetzt soll irgendwie die Kamera sich angucken. Wo ist sie jetzt? Ist das da drin der Ding, oder? Ne? Die ist da irgendwo links. Weiß nicht, wo die Kamera ist, Mann. Die wird mir nicht angezeigt. Die ist irgendwie direkt vor mir, aber. Ah ja, ich werde jetzt durchspinnen müssen. Ich bin ziemlich sicher, ich weiß, wo die ist, aber. Okay. Ja, also wie gesagt, Dirk, das ist hier ein bisschen, du kannst jetzt die Kamera jetzt nicht wirklich sehen. Ja, aber alles gut, das geht. Du musst halt nur warten, bis die Kameras umschwingt. So ist es bei mir so. Ja, bei mir auch. Ich sehe jetzt auch nicht die Kamera, ich könnte die so gar nicht abballern. Ich weiß nicht, wo die sein soll. Wenn jetzt das grüne Ding da ist, hab ich... Ja, ja, aber ich würde sagen, wenn jetzt das grüne Ding ist, habe ich vielleicht ein Problem. Aber... kann ich hier durch? Ne. Wo ist denn die Aufzugsluke? Wo muss ich denn da hin? Hier rechts rein? Oh shit, dreht sich jetzt gleich. Okay, sehr schön. Ist das hier das? Ist der V? Nein. Die Aufzugsluke. Ich meine, ob stimmt das in der Mitte, oder? Nee. Du musst einfach nur den Weg eigentlich weiter folgen. Wie ich das hier sehe. Na gut. Ah, ich hab die Aufzugstücke gefunden. Ah, hier ist das Ding. Ah. Okay, das ist schön gut. Alter. Ja. Ach so. Ich kam ganz plötzlich Wachen in, Alter. Beim Himmelsch wurden irgendwie, beim Flur, wo alles dunkel ist. Ja. Bei mir kommt keiner einzige, ich bin einfach schnell durch. Ich bin schon entdeckt. Ich nicht. Lacke. Ja, das ist wirklich kacke. Entdeckt wurde es. Wie ist das Dunkel? Okay. Auf den Türen, ja. Komm her. Ich hab nur noch keine Ahnung, wo die Aufzugsluke sein soll. Das ist das Problem. Ja, da musst du immer weiter durch. Eigentlich immer straight durch. Ah, moin. Ne, hier geht's nicht mehr weiter straight durch. Ha. Denkst du durch den Gasmaske? Ah, ich hab Gasmaske. Ah, du triffst die da dann auch, oder nicht? Oh, wie, Ja, mal grad sagen. Ah,
Ach, der Hack ist das wieder. Ja, okay, cool. Der war ganz nice. Yep. Naja, den Hack kennst du noch vom Doomsday heißt. Ich muss das eigentlich kurz verzeihen, nur mal straight da durch. Ja, bin durch. Dann muss ich auch nochmal hacken, aber der Hack ist eigentlich super easy. Fand ich jetzt. Okay. Muss ich jetzt was sagen? Aber meine Maske aufzusetzen. Alter, ich die Tierhockey-Maske. Ah ja. Das was gab ich ja eben. Ach, das hier. Ach, ganz was. Hey, der Das ist Juggernaut. Der mir nochmal einen Juggernaut unten interessant. Würde ich aufpassen an der Stelle. Ich kann jetzt ganz gut damit klar, aber. Oh, toll. Und ich hab keine Snacks. Okay, noch eine Feuerwehr. Da bin ich gestemmt. Also, alles was bedacht, nicht die Snacks. Okay, jetzt will ich als Fahrzeug hier stehen. Ah, warte mal, wenn ich die ganze Zeit oben nicht entdeckt wurde. Und der hätten wir alle Routines umgebracht, wäre auch gar kein Juggernaut gewesen. Für der Juggernaut, ja. Also, sieht aber hier ein bisschen anders aus. Die sieht ja ein bisschen anders aus, sind nicht egal, aber ich meine, es ist dasselbe, aber die Rücklichter und so wurden verändert. Ah, schieß jetzt gar nicht schon. Ah, hier war der. Ach, jetzt ist das der Heck. Ja, okay schon. Weiß schon Bescheid. Ja. Sicherheitstüren sind jetzt auch offen. Also ich kann Stealth durch, soweit es Stealth ging. Wunderbar eigentlich. Und ich habe jetzt auch die Tierhockeymaske auf. Nächstes Mal will ich aber wahrscheinlich eine andere Hockeymaske nehmen. Die wurde ein bisschen verändert. Ich glaube, der Ben ist Customs oder so. Ja, moin, ich hab den einen einfach über den Haufen gefahren. Ah, anscheinend auch gut. Ein, zwei, yes. Alter, ich steh jetzt an den Bäumchen. Ah ja. Ups. Ah, müsste reichen. Man hat die Rücksicht aber ein bisschen verändert und so, aber im Großen und Ganzen ist es die Karre, die wir haben. Es ist einfach Benny's Customs oder so. Hatte damit zu tun. Achso, also ist es verändert? Ach, du bist immer noch nicht da. So, oder was? Na moin. Und siehst du die, wie die verändert aussieht? Ja. Die Rücksichter sind jetzt auch schon mehr schmaler und viereckiger. Okay. Neben gesagt,
Wer ist die? Wer ist der denn da? Der muss ja an irgendeinen PC gehen, um das um die Leute zu öffnen. Ja, logisch. Wo ist das denn? Ja, in den Raum rechts vielleicht. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Du meinst doch die Schleuse kurz bevor du rausfährst, oder nicht? Dieser Tunnel da. Ich sehe den Surveillance Room, aber wo ist hier das Ding zum Drangehen? Wie auf die Minimap, Mann. Der hat doch rebattiert auch. Ne, hier null. Ja, moin, Alter. Geh einfach mal hier in den PC dran. Hey, jetzt geht es? Aha. Gesundheit. Bitte, bitte. Drübert ist da 93. Ja, wollen wir dabei meistens voll repariert, wenn ich da reinfahre? Läuft. 93, 32, wollen wir 93, 32. Alter, ich seh's halt null. Doch, hier. Kida vom Carpe Rico, jawohl. Hauptsache Nummer 10 Dollar, Alter. Da ruhig ganz kurz. Aber ich hab jetzt 4 Sterne, oder was? Ja, da ruhig ganz kurz. Oh ja, doch, ich hab 4 Sterne, Alter. Da steht es auch ruhig ganz kurz. Ich, ja. Obwohl ich Belohnung erreicht, aber die anderen hat es jetzt irgendwie nicht. Wie immer die Option Karriere im Pausmenü abholen. Jedenfalls ist jetzt in der Zeit gesagt, Casino heißt für den Homies machen. Was? Jedenfalls ist jetzt hier zu der Zeit der Dame Casino heißt für den Homies machen. Ja, muss. Du auch, der Geist da ist. Mit Abstand. Also es ist einfach alles mit Touchpad. Ja, ich meine, die Vorbereitungen sind übertrieben, aber der heißt natürlich nicht. Naja, aber Touchpad ist so lala. Das 1 zu 2. Cool. Okay. Über Karrieremenü kann ich jetzt abholen, meine Belohnung. Hä? Ich sehe jetzt nicht, ich habe irgendeine Belohnung, vielleicht sollte ich über Karriere abholen können. Ich habe also nicht gehofft, ich tippe das mal ganz kurz. Dann, ja, das ist viel Glück, dass so viel Glück läuft. Was? Viel Glück läuft von Gorillas. Was? Viel Glück von den Gorillas läuft. Oh. Da, innerhalb von einer Minute aus dem Casino entkommen, ne? Es gab doch eine, der hat sich aber, ich hab 40.000 auf jeden Fall wegen Aufzugssuchen und denkt, der Rest hat keine Leben verloren. Gab's, waren schon mal Herausforderungen.
Okay, ja, und was warte, was war das andere? Und wo kann ich jetzt die Belohnung abholen? Das, ne, du kannst über das Option Karriere im Auto. Ja, über die Option Karriere, wo hab ich die denn? Ach, da. Okay, now I will drink, yes? Of course, of course, of course. Down the hatch! It's good shit, huh? It's very exclusive. It's very hard to find. Just like something else, huh? Oh, you are a genius! Look at it! It's beautiful. Worth PJing in just to see. Jamal, be excited! Hell yeah, this shit is lit, cuz. Your boss is in a class of their own. Take a picture of me with it! Come on! Oder das sind die Mieter-Tequila, den du beim Kayo klaust. Das macht er auch. Also, du kannst ja Belohnungen abholen, wohl anscheinend. So Cappies gibt es hier jetzt oder so. Take Top, ja, die sind aber alle so da. Die brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber egal. Weltuntergang. Unter der Option Karriere kannst du die dann einholen. Goldene Sturmhaube, aha. Und ein bisschen. Bonusbelohnung um 10.000. Ja, ich hab 20.000 halt. Irgendwann entdeckt. Achso, ja, gut. Aber da gibt's noch zwei andere, die sind ein bisschen schwerer. Sehr viel schwerer. Also das meiste, was du kriegst, sind Kappen, Alter, ich bin da ehrlich. Aber ich schaue sie mir trotzdem alle, weil ich die ja auch habe. Alle den Torero würde ich eher verkaufen, ne? Statt behalten. Ja, mach ich ja auch. Aber schön, ich kann die gerade an. Nur ja, für das erste Mal wahrscheinlich. Du auch? Ja, das kann sein, ich bin hier gerade alle meine Belohnungen am Einfordern. Wie? Machst du das denn? Karriere. Am Pause-Menü. Ich hatte Belohnungen, jetzt wird da, das ist neu. Das gab's vorher nicht. Ja, Kappe. Naja, gut. Das muss ja jetzt reichen. Muss ja anscheinend jetzt mal reichen. Ein Terror anzusehen. Ja, entweder verkaufe ich ihn jetzt genau, oder ich dachte ihn wäre verkauft. Ach so, für Maximalwert, warte mal. Da kann ich noch Schaden rankommen, während der, ja, egal. Das sind so nur T-Shirts und sowas. Ja. Schön. Na, ich fahre jetzt erstmal zu Yusuf. Voran mit den Ausmachten. Was? Naja.
ausschlachten. Du schlachtest wie aus? Nein, die von der Straße kannst du ausschlachten. Die bringen auch nicht so viel. Ah, und wie schlachtet man die? Macht er das automatisch oder was, ne? Ja, ja. Also ich verkaufe den erstmal an Jusso für 405.000. Habe ich jetzt gerade, bin ich gerade bei. Da muss ich da hinfahren. Wenn er unverbaut ist, geht der Wert runter, aber ich brauche keinen Unfall. Ah, gut. Es sollte nicht zu schwer werden. Nicht in dieser Lobby, nein. Das ist schon wichtig. Time to get paid. Take the vehicle to terminal. Everything is set up for it to be shipped over to Yusuf in Liberty City. I told him all about it, all the history behind it and everything. He is so fucking pumped. Ja, Maximalwert erreicht, für 405.000 Dollar verkauft. Ja, war ein bisschen sehr viel Vorbereitung für dieses Geld, meiner Meinung nach, aber... Und wie so eine Kirche am Main, the Shop Shop. Wie so den Kirch, also auch so. Dieses Auto. Ja, es war Upload. Echt für eine Stunde oder so. Ich dachte, ja, das muss viel länger. Ja, super. Das muss ja sowas von viel länger. Ich nehme eine halbe Stunde. Ja, der erste Highlight läuft, ne? Es läuft. Ah, Jörg. Auch ohne den Platz, ne? Ja, na, ging auch eigentlich relativ easy. Sagen wir mal ehrlich. In so einer Lobby ist das ja leicht. Aber Yusuf kennt man ja auch schon seit GTA 4. Stimmt, in GTA 4 hat er ja auch schon, ne? Ja, ja, deswegen fährt er dann auch nach Liberty City, der ist wohl da geblieben. Also, wenn wir so dass Yusuf noch jung sind. Ja, anscheinend ja. Und der hat immer noch so viel Kohle wie eh und je. Ja, das hat er auch. Ja, der hat ja schon in GTA 4 so viel Kohle, ne? Der wäre, überleg mal, das war ja dieses Zusatzspiel zu GTA 4, so Ballad of Gay Tony und Siegclub. Ja, aber was? Warte mal, aber wo kam der denn darin vor? Weil so wenn das auf geht, Tony, der hatte doch damit den... Jamal tells me your first shipment ja, is on damit to Liberty City. That is what's up, homie. Tonight, ja, egal. I will have a party in your... Weil der Ballad of Gay Tony war besser als der MC Club, fand ich, aber... Von den DLCs, jetzt. Wait, what is your name? Actually, no, don't tell me. It will only complicate things legally. So egal, erst Auto an Yusuf verkauft, you know. I hope to hear from you again soon. Peace out, homie. Der ist nur alt geworden, Junge. GTA 4 war der noch jung. Einigermaßen. Aber den Bentley, den du da in der Vorschau gesehen hast und alles hatte der schon GTA 4. Und auch naja, die goldene Waffen hat der auch schon gemacht. Ach ja, Lenny Avery, Alter, aber die Website ist zu Wartungszwecken abgeschaltet und derzeit nicht erreichbar. Ja, wie immer. Ja. Kein Schaden und Stuff. So. Jetzt ist die Frage, soll ich mir die Impaler schon holen? Ich habe 1.541.000. Was? Die Impaler würde kosten 1.456.000. Impaler meinst du? Nein, kauf dir noch gar keins am besten. Jetzt noch nicht. Hat ja keinen Sinn hier.